Hey Leute, es geht weiter mit das schwarze Auge Satinavs Ketten. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter, wo wir aufgehört haben, mit allem drum und dran, was hier so ist. Das mit dem Eimer habe ich noch nicht gerallt und was wir auch mit einem zerbrochenen Spiegel machen können und so weiter und so fort. Aber wir werden sicherlich irgendwie weiterkommen. Vielleicht sollten wir auch mal wieder ins Badehaus gehen. Ich mach's einfach mal. Vielleicht gibt's ja auch jetzt ein bisschen mehr zu quatschen. Vielleicht hier mit diesem Typen hier, dem netten... Was gibt es, Landratte? Ach ja, gar nichts. Bis später. Gar nichts gibt es. Wie wär's, wenn wir ihm ein Handtuch geben? Ich behalte den Diebstahl besser für mich. Ach so. Naja, gut, aber er hätte jetzt auch baden gehen können, hätte er auch ein Handtuch gebrauchen können. Mit der Baderin nochmal reden. Rucksack kommen wir nicht ran. Wie kriegen wir die denn nur abgelenkt? Was hätten wir denn, um sie abzulenken? Vielleicht den versteinerten Hasen? Interesse? Nein, danke, Kindchen. Habe ja schon mein Fröschlein. Interesse? Kannst du in den Arsch! Was ist mit ihm? Interesse? Umsonst? Nein. Dann nicht. Da fällt mir ein, dass wir da hinten den Kram auch noch runterholen müssen. Ach ja, was ist mit diesem Krakenmolch-Ding? Habt ihr eine Ahnung, was das ist? Von wem hast du das? Böses Omen, der Krakenmolch. Sieh, dass du wieder los wirst, schnell. Aha. Wir sind beschäftigt, Mann. Und das Austauschen einfach? Nicht so. Nicht so, aber es geht anscheinend in die richtige Richtung, oder was? Ich glaube nicht. Ins Handtuch einwickeln? Ich putze jetzt nicht. Aber ich kann den Hasen, kann ich den Hasen putzen? Nicht sehr schlau. Ich interessant. Nicht so, sagt er. Ich glaube. Geht nicht. Schade. Ach nein. Fingerchen. Na. Tja, da muss ich wohl noch irgendwie hintersteigen, was ich hier noch so machen kann. Oh. Ich weiß auch nicht so recht. Das muss ein Krakenmolch sein. Irgendetwas an dieser Figur ist unheimlich. Unheimlich. Vielleicht können wir... Ach, wir könnten die natürlich auch zerbrechen. Bricht nicht in zwei. Schade. Können wir die Sachen entbrechen? Massiver also Stein. Also zerbrechen, nicht entbrechen. Eine Knochenschnitzerei. Die hält einiges aus. Dann gehen wir nochmal raus zu Nuri. Und machen dasselbe nochmal. Vielleicht bei dem hier, bei dem Betrunkenen. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht hilft das ja irgendwie. Ich behalte das lieber. Nuri spielt damit nur rum. Das bleibt besser bei mir. Glaubst du, dieses Monster hat ihn versteinert? Offenbar macht jemand ein gutes Geschäft damit. Ich glaube, wir müssen die anderen einfach auch noch kriegen, aber was es damit richtig auf sich hat mit diesen ganzen Figuren, die wir jetzt einsammeln können, weiß ich auch nicht so richtig. Fest verknotet. Dasselbe Spiel nochmal. Was ist denn, wenn ich das jetzt nochmal mache? Für den einen oder anderen Gefallen schaue ich nicht hin. Tu, was du willst, Schlapphut. Er macht das nochmal, ne? Macht das echt nochmal. Aber da war doch nichts mehr drin, oder? Fest verknotet. Das Ganze noch mehr aufmachen? Schon kaputt. Dann soll Nuri das wieder heilen machen. Das nutzt doch nichts, oder? Keine Zeit. Und wenn wir da was reinschmeißen und sagen, hey, das war da drin. Geht nicht. Ich glaube, wir müssen da was reintun und sagen, das war jemand anderes, der hat das geklaut. Keine Zeit für... Der hat das geklaut oder sowas und dann kommen die raus. Nein, was soll das auch... Dann sind die abgelenkt. Wisst ihr, was ich meine? Nein. Aber es muss ja was sein... Wird doch nicht... ...für die anderen rausgehen würden und ich glaube, davon ist noch nichts dabei. Ich lasse sie mal noch offen, die Plane. Ich glaube, das könnte ein gutes Ablenkungsmanöver werden oder so. Was mit dem Jarre? Können wir dem das Zeug andrehen? Interesse? Was? Woher hast du das? Kennst du das etwa? Ob ich das... Natürlich! Das wurde mir gestohlen! Gib her! Aha. Zuerst überlege ich mir eine Gegenleistung.
Sehr gut. Du hast diese Stadt verstanden. Ach, so ist das. Der Mann am Kai. Was ist denn mit dem da hinten los? Dem Suffkopf? Orkischer Fiebertraumschnaps. Das beste Gesöff, um alles zu vergessen. Bis später. Gib auf deinen Rücken. Was ist mit dem Hasen? Was sagt er dazu? Gefährliche Ware, mein Freund. Damit habe ich nichts zu tun. Wenn wir mit dieser gefährlichen Ware, gehe ich jetzt mal zum Schiff da hinten. Weil dem hatten wir ja nichts anzubieten. Vielleicht können wir dem ja jetzt was anbieten, dadurch, dass wir die Figuren haben. Also mit Zucker und dem ganzen Kram hat das ja nicht geholfen. War hier eigentlich noch was? Nö. Dann sprechen wir ihn mal an. Hey. Ich muss mit... So. So, und warum? Nix davon. Bin sofort... Dann bieten wir ihm das selber mal an. Vielleicht bringt das eher was. Hier, den versteinerten Hasen, gefährliche Ware. Das wird ihn kaum interessieren. Schade. Voll der Plan dahin. Wenn du um Geld betteln willst, dann verschwinde. Och Mann, nichts davon interessiert ihn. Wie soll ich denn da je hinkommen? Dann bleibt uns ja nur noch der Typ hier. Der Fährmann. Hier. Der hier muss dir doch einen Fisch wert sein. Ach Mann. Aber wenn wir ihm das jetzt geben, ist unser... Der hier muss dir doch einen Fisch wert sein. Ja, dann wäre der Deal ja auch mit dem Jarre weg. Und dahin. Das kann's ja auch nicht sein. Etwas anderes scheint ihnen aber mehr zu interessieren. Also... Ach ja... Also ist es die versteinerte Katze, die ihn nur interessiert, oder was? Ist die denn so viel besser? Nicht sehr schlapp. Dafür suche ich mir lieber einen anderen etwa. Hatte ich ja eigentlich schon. Dann kann ich den Eimer mit dem Räucherhaken und vielleicht auch, wenn ich die Fische habe, dann hinhängen. Aber damit ich den Fisch bekomme, muss ich anscheinend an die Katze erst rankommen. Also weiß ich jetzt nicht, kann sein. Vielleicht ist die Katze auch dafür da, um diesen anderen Typen zu beeindrucken. Ich, keine Ahnung. Aber wenn, versteinerte Hase, das... Ich hätte ja im Badehaus sonst damit auch weiterkommen können, aber... Das hat diese Baderin ja auch nicht interessiert. Vielleicht hat ihnen ein Basilisk das angetan. In den Sagen werden Basilisken immer mit Spiegeln besiegt. Sie begegnen dem eigenen tödlichen Blick und versteinern sich selbst. Ja, Moment mal, ich hab doch einen kaputten Spiegel. Den kann doch Nuri wieder heile machen. Klar. Und wenn das ein Basilisk war, dann kann ich die Tiere ja dadurch wieder entsteinern. Mal gucken, ob das klappt. Irgendwie so. Nuri, guck mal, mach mal heile. Das war ich nicht. Ach so, sie fand das wieder blöd, dass er den kaputt gemacht hat. Mama, heile. Ich habe doch gar nichts gesagt. Sie mag halt keine kaputten Dinge, das kennen wir ja schon. Dann mach mal diesen Spiegel, der jetzt heile ist, auf den Hasen. Vielleicht hat ihnen ein Basilisk das angetan. In den Sagen werden Basilisken immer mit Spiegeln besiegt. Sie begegnen dem eigenen tödlichen Blick und versteinern sich selbst. Aber das geht jetzt ja gar nicht rückgängig. Das ist ja auch Quatsch. Mir fällt dazu... Aber der Spiegel ist jetzt wieder heile. Vielleicht komme ich der Sache näher, vielleicht auch gar nicht gerade. Ich weiß es noch nicht. Wenn dich Spiegel interessieren, kann ich dir bessere besorgen. Wie komme ich denn bloß an diese Katze ran? Möchte der Fährmann einen Spiegel? Bekomme ich dafür einen Fisch? Vielleicht hat ihnen ein Basilisk das angetan. In den Sagen werden Basilisken immer mit Spiegeln besiegt. Sie begegnen dem eigenen tödlichen Blick und versteinern sich selbst. Das wussten wir schon. Aber es bringt auch irgendwie anscheinend überhaupt nichts. Ist ja auch klar, ne?
Es bringt ja nur in dem Moment was mit dem Basilisken, aber doch nicht im Nachhinein. Was kann ich denn bloß machen? Warum ist immer alles... Das sind keine Skulpturen. Diese Tiere wurden versteinert. Unerreicht. Das ist... keine Zeit für so... Das andere habe ich durch das Brett runterbekommen, weil ich das hier dann gelöst hatte und so. Aber hier habe ich keine Ahnung. Ich bräuchte eher sowas... Ja, kann er das Fass da nicht hinschieben? Dumm, dass es kein kleines Handfass ist. Ja, aber kannst du das nicht da hinschieben? Könnte er da raufklettern und gut ist. Aber nein, er steht neben dem Regal und kann nur jammern. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Kann ich den Zapfen eigentlich wieder nehmen? Ich muss es irgendwo hineinfüllen. Nee, das bleibt wohl alles so. Wozu denn? Das sind keines diese Tiere. Das sind diese. Sieht aus wie mein altes Wurfnetz. Ja, wenn das wie ein Wurfnetz ist, dann benutze es doch. Das hilft auch nicht weiter. Natürlich nicht. So wird er. Ich bin. Geht nicht. Vielleicht. Keine Zeit. Keine Zeit. Das bringt. Kann ich was kaputt machen? Das ist keine. Keine Zeit. Massiver. Eine. Die hält einiges ab. Ich muss. Na, jetzt habe ich den Spiegel wieder kaputt gemacht. Auch schlau. Er ist gesprungen. Ich kann ihn kaputt machen und wieder heile machen. Kaputt machen, wieder heile machen. Das bringt alles nichts. Ich habe keine Ahnung, was ich machen kann. Ich bin etwas ideenlos gerade tatsächlich. Es gibt irgendwie so viele Ecken, wo man was machen sollen könnte. Keine Ahnung. Und nichts davon weiß ich nicht. Vielen Dank für den Regen, Effert. Ich würde mich nicht so lässig an ein Abbild eines zornigen Meeres... Ja, dazu sollte man schon ein Liebling der Götter sein. Hat er denn was zu verbergen und was will ich denn von ihm haben? Das... Ach, keine Ahnung. Dann mach mal den Spiegel nochmal heile und wir gehen damit nochmal ins Badehaus, Nori. Warte. Ich habe doch... Vielleicht kann ich mit dem Spiegel was anfangen. Er ist ganz beschlagen, man sieht überhaupt nichts. Ja, aber du könntest den ja mit dem Handtuch dingsen. Jawohl. Spiegelblank. Seit wann habe ich Ringe unter den Augen? Gehört mir nicht, Kindchen. Hier kannst du deinen Kerl durch den Spiegel beobachten. Warum? Sitzt faul im Bottich. Aha. Aha. Also mit dem Spiegel könnte sie ihren Typen angucken, wenn er abgelenkt wäre. Was können wir denn dann mit ihm anfangen? Deine Angebetete wird gerade von einer Norbadin bezirzt. Willst du sie beobachten? Du bist ein lustiger Bursche. Na, das hat wohl nicht so hingehauen. Ich glaube eher andersrum. Er muss irgendwie abgelenkt sein. Oh Gott. Die einzige, die mir einfällt, die da rein könnte, wäre Nori. Dann wäre sie nämlich abgelenkt und so, damit wir da an die Sachen rankommen. Sag mal, Nori. Aber ich glaube nicht, dass das Geron gefällt. Nori zum Fährmann schicken. Ach, das macht er. Ach so, ja, das geht natürlich auch. Kannst du dem Fährmann im Hafen einen Fisch für mich abschwatzen? Ja, wenn du Lust auf Fisch hast. Wo ist er? Direkt am Kai. Ach so, ich dachte jetzt eigentlich eher, dass sie baden gehen soll. Cool.
Und was ist mit dem Betrunkenen? Hallo. Hey. Der ist ganz vielleicht auch besser. Aber mit ihm soll ich jetzt nicht was Wichtiges besprechen oder so? Hier? Was soll er da? Weiß nicht. Das bleibt besser. Weil wenn das gestohlen ist, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass man das hier reintun könnte. Keine Zeit für... Wenn das jemand anderen gehört, dann kommen die ja auch raus, aber... Ja, mal gucken. Was ist mit dem Fisch jetzt? Oder quatscht sie wieder? Nuri, was macht sie denn da schon wieder? Kommt schon wieder nicht zurück, die Gute? Und? Sag mal, Nuri... Hat er dir den Fisch gegeben? Ja, sicher. Hier hast du ihn. Wir haben noch ein bisschen geplaudert. Worüber denn? Ach, über dies und das. Bin gleich zurück. Okay, hab ich den Fisch jetzt automatisch? Ich hab einen Fisch. Wie toll. Ein Hering. Wir stehlen uns ein Boot und lassen uns als Fischer nieder. Und hoffen, dass der Seher uns nicht findet. Ja, gut, ich hab einen Hering. Was mache ich denn jetzt damit? Möchten die da hinten sonst einen Fisch haben? Was soll der Wächter mit einem Hering? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was er will. Nichts von dem, was wir jedenfalls anscheinend haben. Dann gehe ich wieder zurück. Und hänge meinen Eimer mit dem Haken. Ein Henkel, ein Haken? Bitteschön. Zum Aufhängen. So soll's sein. Und den Eimer ran. Das war mein Plan. Zu viel Fiebertraumschnaps getrunken? Wenigstens stehe ich nicht stundenlang im Regen herum. Genau, mein super Plan. Und jetzt den Fisch noch rein. Brauche ich vielleicht noch. Okay, das war's nicht. Schade. Vielleicht der Hase dann? Ich bin etwas... Oder was anderes? Brauche ich. Was brauchst du denn nicht mehr? Den Spiegel? Wie komme ich? Den Spiegel, der ist für drinnen, zum Ablenken, auf jeden Fall. Vielleicht das Handtuch. Zum Glück leide ich nicht. Nein. Auch nicht. Die Hängematte? Wie komme ich? Nein. Die ist bestimmt noch für hinten, um die Katze zu holen. Ich weiß noch nicht so richtig, was da rein soll. Aber wir lassen es einfach mal so stehen. Nur wie kriegen wir jetzt da drinne mit dem Badehaus denn abgelenkt? Das ist immer noch so die Frage. Hering. Kann ich mit dem Hering irgendwas anfangen? Will er den Hering haben? Brauche ich noch. Den Hering da reintun. Wie komme ich? Ich weiß nicht. Probier einfach alles aus. Vielleicht ist irgendwann mal was dabei, was mich weiterführt. Ich glaube nicht, dass er den Hering will, aber wie gesagt, alles ausprobieren. Behalte ich selbst. Ja, warum auch wieder jetzt ranklopfen? Glaube ich auch nicht. Wie komme ich an diese dusselige Katze ran? Doch nicht mit dem Hering auf einmal. Das kann es doch auch nicht sein. So schwer kann Fischefang nicht sein. Bestimmt leichter als Vogelfangen. Dann gehe ich jetzt mit dem Hering ins Badehaus. Vielleicht kann ich damit irgendwas Ekliges mit anfangen oder so. Hering? Kannst du in den Arsch schieben? Lecker. Hering? Nein, danke, Kindchen. Hering? Hering? Jemand Hering? Hering? Umsonst? Nein, dann nicht. Aber umsonst würde er alles Mögliche von uns anscheinend annehmen. Immerhin auch gut zu wissen. So, Froschskulptur. Die müssen auf jeden Fall abgelenkt werden. Irgendwie. Wie kriege ich ihn denn abgelenkt? Was kann ich denn mal machen? Ich behalte den Diebstahl besser. Ich behalte den Diebstahl besser für mich. Er muss irgendwie was machen. Ich komme so einfach nicht weiter, das kann es nicht sein. Mit dem Hering nicht, das ist alles irgendwie zu...
merkwürdig. Nein, das ist es einfach nicht. Das ist es einfach nicht und es tut mir auch sehr leid. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Aber ist ja nicht so, als hätte ich in dem ganzen Part nicht alles Mögliche jetzt ausprobiert. Das wird schon noch zu irgendwas führen. Auch diese Statue, das ist irgendwie mysteriös. Heringe haben wir jetzt auf jeden Fall. Was mache ich nur damit jetzt? Warum wollte er einen haben? Ich habe keine Ahnung. Weil ich keine Ahnung habe, würde ich sagen, beende ich den Part einfach mal etwas früher und gucke mich mal noch so ein bisschen um und dann sehen wir uns im nächsten Part. Vielleicht habe ich da ein bisschen mehr einen Plan, weil ich dann nochmal jetzt so einfach herumschaue. Bis dann!